Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item-Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item-Shop rein vom 29.07.2019 und wir haben heute komplett... sehr viele Items da drin. Und wir fangen direkt auf der linken Seite an mit dem Takara. Ja, gleich, wie viel gibt's denn? Ja, der Takara, der sieht ja so ein bisschen aus wie so eine japanische Rocker-Geisha. Okay. Ist ja auch da dieses japanische rote Zeichen da auf ihrer Brust. Ich finde den jetzt, also ich finde hinten. Warum japanische Zeichen ist die japanische Flagge? Von der japanischen Flagge. Ich finde hinten das Backpack ganz cool. Sie selber finde ich jetzt nicht ganz so cool. Kriegt von mir eine Kombination daraus 6 von 10. 7 von 10. 3,7 Einzel und 5 bei 17 Votes. Zum ersten Mal am 31. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem dreimal. Und 27 Reminders. Konvergenz. Konvergenz. Musste mal unten durchklicken, durch die. So, ja. Ich finde Konvergenz sieht eigentlich ganz gut aus. Hat was. Ja? Kriegt von mir 7 von 10. Ja? Ja. 5 von 10. 4 von 5 bei 5 Votes. Zum ersten Mal am 31. Mai 2019 im Shop gewesen. Das ist eben 3 Mal und 13. Dann, oh, da sind noch mehr als. Den Chamisen. Chamisen, das ist ja ein Musikinstrument, sieht man ja, dieses Saiteninstrument, das ist der Chamisen. Da haben sie so eine Klinge reingemacht, finde ich ziemlich coole Idee auch. Kriegt von mir auch 7,5. Von mir auch. 3,25 von 5 bei 4 Votes, zum ersten Mal am 31. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 2 Reminders. Dann kommen wir zum Banzai. Finde ich persönlich nicht so toll, ist halt wieder der klassische Standardgleiter. Einfach nur mit der japanischen Flagge, wenn es jetzt oben drauf, ein paar Nieten an der Seite rangemacht. Der Teil kriegt von mir 3 von 10. Okay, 2 von 10. 2,75 von 5 bei 4 Votes, zum ersten Mal am 31. Mai 2019 im Shop gewesen, sind eben 3 Mal und 4 Reminders. So, das ist quasi das ganze Package am 31. Mai. Seitdem 3 Mal. Gut, dann kommen wir zum Sonnenschwingen, zum Sonnenvogel und das der Sunbird. Sunbird. Ja. Finde ich, passte noch ganz gut zu eben dem Inka-Tempel oder Maya-Tempel da unten. Zum Sunny Steps. Bei Sunny Steps, genau da oben. Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von diesem Skin. Finde aber, sieht nicht so schlecht aus. Kriegt von mir auch 7 von 10. Ah, von mir auch. Heute sind wir uns mal einig. 4,06 von 5 bei 65 Votes zum ersten Mal am 8. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal und 127 Reminders. Und dann Hypno, beziehungsweise der Mesmer. Mesmer finde ich ein bisschen besser, kriegt 8 von 10. Ja, auf jeden Fall 8 von 10. 3,69 von 5 bei 42 Votes zum ersten Mal am 8. März 2019 im Shop gewesen, sind eben 5 Mal und 43 Reminders. Dann, X-Tag. Ja, passt auch ganz gut zu dem Thema, kriegt von mir 7 von 10. Darf ich mal das anmerken, dass ich denke, dass der 8. März schon mega lange her ist eigentlich. Ja. Wobei es gerade mal 4 Monate sind. Ja. Und man sich denkt, bei diesen Fortnite-Items, die sind doch eigentlich schon viel länger da. Das stimmt, ja. 2,05 von 5 bei 20 Boards zum ersten Mal am 8. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal und 6 Mal das. Dann Sonnenaufgang. Sonnenaufgang kriegt von mir auch 7 von 10. 7 von 10? Ja. Von mir kriegt der Sonnenuntergang, ja, 8 von 10. 3,17 von 5 bei 23 Votes zum ersten Mal am 8. März 2019 im Shop gewesen, 5 Mal und 7 Mal das. So, dann war es das auch schon von dem Set. Dann kommen wir zum Mobster bzw. Odin. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel, ne, dieser Skin. Eigentlich mega schlecht bewertet, aber
trotzdem relativ oft noch auf der Map gesehen. Ich finde ihn okay. Nicht super, nicht schlecht, kriegt von mir 6 von 10. Von mir 5 von 10. 3,07 von 5 bei 69 Votes zum ersten Mal am 26. Mai 2019 im Shop gewesen, 4 Mal und 31 Uhr mal das. Pauknochen! 4 von 10. 4 von 10? Ja. Ich finde es einer der schlechtesten Picken. Ja. 2 von 10. 2,67 von 5 bei 18 Votes zum ersten Mal am 26. Mai 2019 im Shop gewesen, 4 Mal und 2 Reminders. So. Wuff. Miau. Ist okay. 6 von 10. 6 von 10? Ja, ist jetzt nicht so besonders toll, aber ist okay. Ist ja echt 6 von 10? Ja. 5 von 10. 2,4 von 5 bei 15 Wochen zum ersten Mal am 26. Mai 2019 Schock gewesen unternehmen. 4 Mal und 5 Reminders. Das war schon von dem Set. Dann kommen wir zum Nachthexe. Ja, das ist ja so wieder so ein klassisches Beispiel, die Nachthexe, ne? Nightwitch. Mega schlecht bewertet, dieses ganze Set. Aber ich finde die einfach nur super cool. Und von mir kriegt die von mir 8 von 10. Von mir 9 von 10. 3,08 von 5 bei 37 Boards zum ersten beim 31. März 2019 im Shop gewesen, dann 5 Mal und 26 Reminders. Pimplacke. Boah, das ist richtig geil. Was? Das kann. Das kommt jetzt Set doch noch nicht, oder? Das kommt gar nicht so. Ach, das ist ja nur. Ach so. Pimplacke. Ja, ich weiß, du bist ein mega Fan von dem Teil. Ja. Ich finde die okay, aber jetzt nicht so krass. Von mir kriegt diese Pimplacke 7 von 10. Von, das mir, ist von mir 10 von 10. 3,83 von 5 bei 29 Votes zum ersten Mal am 9. Februar 2018 in der Show gewesen. Hat 32 Mal und 60 Uhr gemacht. Disco Party. Okay. Wie bisschen? Das Teil finde ich ziemlich witzig. Weiß aber auch, dass, glaube ich, die Noten nicht so gut sind, aber ist mir egal. Ich finde, das Teil geht von mir auch 8 von 10. 10 von 10. 3,87 von 5 bei 45 Votes zum ersten Mal am 8. Oktober 2018 im Schock gewesen, 7 Mal und 138 Reminders. Aber ich habe das Gefühl, die Noten verbessern sich zum Teil jetzt inzwischen, ne? Saxophongroove. Ist geil. Ist wirklich geil. Ja. Ich finde den Saxophon-Groove mega geil und diese Musik kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. 4,21 von 5 bei 14 Votes und erstmal am 24. Juni 2019 im Shop gewesen, dann 2 Mal und 5 bei 7 Reminders. 24. Juni ist jetzt auch schon einen Monat her. Ein Tag bevor wir die 1000 kennen. Also. Aufheulen. Haul. Okay. Wie viel gibst du denen? Aufheulen habe ich mir selber geholt. Nee, den habe ich dir geschenkt. Oder hattest du mir sogar geschenkt? Schon allein deswegen muss ich dem 10 von 10 geben. Von mir auch. 4,1 von 5 bei 10 Votes zum ersten Mal am 29. Oktober 2018 ein Schock gewesen sein, 5 Mal. Und 31 will man das. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Use unseren Supporter Creator Code sofort gleich TTV. Bis dahin, haut rein und tschüss. Abonniert unseren Kanal.